Also wenn die Roboter noch stärker zum Einsatz kommen, werden noch mehr Arbeitsplätze vernichtet. Wir haben früher drei Mann gehabt, heute macht das einer, der hat einen Monitor da, der bedient die Knöpfe. Wenn wir weniger arbeiten, eine Stunde weniger pro Tag, ja, dann entstehen Arbeitsplätze und vor allem war die Betroffenheit war hoch, weil eben die Einführung von Robotern und so weiter und so fort, waren wir betroffen. Wenn die Automatisation so vorangeht, dann muss die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit kommen. Die Kolleginnen und Kollegen haben wirklich schwitzen müssen, um die Familie zu ernähren. Eine Stunde weniger hieß es dann bei kurzen Losgrößen gleich 300 Stück weniger. Und das hat man dann sowohl wie geistig, körperlich gespürt, dass man da nicht so kaputt ist, wie wenn man 8 Stunden gearbeitet hat. Mit 35 Stunden geht's voran. Der Spruch aus meiner Erinnerung war mehr Zeit zum Leben, Lieben, Lachen. Ja, und das war sozusagen die Überschrift dafür, es gibt ein Leben jenseits der Arbeit. 83 bin ich frisch Mama geworden und meine Zwillinge waren 10 Monate alt, wo Mai 84 gestreikt worden ist. Wir haben ein Recht auf eigenes Leben, auf Selbstbestimmtheit, auf eigene Verantwortung, auch gegenüber der eigenen Familie, dem Lebenspartner, den Kindern. Und dafür brauchen wir mehr Zeit. Einfach Freizeit mit den Kindern, damit man sie auch mehr sieht, wie sie aufwachsen, mit ihnen mehr teilt. Natürlich ist ein Streik in der jetzigen Konjunktursituation von einem großen Nachteil für unsere Volkswirtschaft. Ich weiß noch, dass der damalige Kanzler Kohl gesagt hat, die 35-Stunden-Woche ist dumm und töricht. Deswegen ist aber nachdem Streik klar war, dass das für uns als IG Metall, als Gewerkschaft, jenseits auch der 35-Stunden-Forderung eine Kampfauseinandersetzung war, um Macht in diesem Land, um Mitbestimmung im positiven Sinne, war klar, wir müssen jetzt alle Flagge beziehen, auch jenseits mancher Bedenken. Und das wurde auch gemacht, deswegen war das Thema Urabstimmung und das Gewinnen der Urabstimmung bei uns kein Thema. Das werde ich nie vergessen, dann kam der damalige Bevollmächtigte und sagte, ihr seid morgen früh um 7 Uhr dran. Wir standen im Foyer des DGB-Hauses und ich weiß noch heute, wie mir dann die Beine... Ich habe dieses weiche Knie. Wirklich weiche Knie. Es ist genau 7 Uhr. Südfunk Stuttgart, wir bringen Nachrichten. Die Industriegewerkschaft Metall befindet sich seit 6 Jahren zum ersten Mal wieder im Streik. Uns wurde gesagt, dass eine Streikbrecherin im Kofferraum des Meisters versteckt wird. Richtig. Und siehe da, ja, haben wir eine Kofferraum aufgemacht und es war ja wirklich peinlich. Da war sie. Knallrot. Sie war da drin. Ein Streik ist kein Kindergeburtstag. Ein Streik, das findet vor allem unter der Haut statt. Es hat hohe Dynamik, man weiß nicht, was passiert. Und man muss ja organisieren, dass die Streikfront steht, wenn das auch ein martialischer Begriff ist, aber es ist so. Mann und Frau, die standen alle zusammen. Und es war, also heute noch, wenn ich zurückdenke, da unheimliche Erlebnisse. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, durch die Aussperrung von 120.000 Menschen allein in Baden-Württemberg zur Kapitulation zwingen. Ja, ich finde es eine Unverschämtheit, ist schon mein Arbeitgeber, ne? Dass er überhaupt zu solchen Mitteln greifen muss, dann, ne? Dass er die ganze aussperrt. Ne? Wollten wir noch weiterarbeiten, da war aber alle Tor geschlossen gegen Arbeitssperrung. Ne? Aussperrung war das. Angestellte dürften rein, aber Arbeiter mussten draußen bleiben. Wir haben immer geschrien, diejenigen, die aussperren, gehen eingesperrt. Ja, weil das ist undemokratisch und sowas darf eigentlich in einem Rechtsstaat nicht geben. Es waren ja, glaube ich, 3- oder 4-fache Menge an Ausgesperrten,
als Streikender. Um die IG Metall auch finanziell, was das Streikgeld angeht, was die Dauer des Streiks angeht, was dahinterstehende Kampfkraft angeht, so, sozusagen uns so zu behindern, dass wir auch auf lange Sicht gar nicht mehr streikfähig sind. Der Vorschlag, den ich gemacht habe, hat folgenden Wortlaut. Die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit im Betrieb beträgt 38,5 Stunden. Die Arbeitszeit im Betrieb wird im Rahmen des Volumens durch Betriebsvereinbarung geregelt. Dabei können für Teile des Betriebes oder für Gruppen der Belegschaft unterschiedliche Wochenarbeitszeiten festgelegt werden. Ich habe schon damals als Erfolg empfunden, als Schritt in die richtige Richtung. Natürlich ein Kompromiss, gar keine Frage, aber das ist unser klassischer Auftrag und das können wir auch heute noch. Also auf jeden Fall hat es gebracht, dass man mehr Freizeit für die Familie gehabt hat. Es ging auch um unsere Würde als Menschen. Wir haben parallel zum Streik als solches auch für unsere eigene Würde gestreikt. Schon kaputt geschrieben sein. Mit 35 Stunden geht's vorbei.